Ernsthaft und Franz wollen die Babys aus dem Kindergarten vermöbeln. Doch die selbsternannte autonome Gruppe ist so stark, dass sich Ernsthaft und Franz zurückziehen müssen. Tja, stattdessen kochen sie der kranken Emma ihren Tee, bevor sie den Wald nach Gegnern durchforsten, um stärker zu werden, stärker gegen diese Babys. Dabei finden sie Kräuter und beschließen, Alchemisten zu werden. Das ist doch sicher eine coole Idee, oder? Horst. Immer Horst. Horst! Es ist Horst. Es ist Horst. Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Horst, der ultimatives Rollenspiel im Chaos mit mir. Und weil es so schön chaotisch ist, beginnen wir in meinem Steam-Account. Jetzt werden einige sagen, was? Ich muss euch was zeigen, ich muss euch was zeigen. Denn der ein oder andere wird ja mitbekommen haben, dass ich einen Sommerurlaub hatte. Naja, nennen wir es einfach auf 4 Tage zurückgekürzt, dank der Kurzarbeit. Irgendwie was davon verblieben ist. Zumindest das letzte Mal, als ich an meinem Rechner war und Updates irgendwo zwischen diesen, ich verreise 2 Tage an die Ostsee und bin 2 Tage in Prag, habe ich ein Update auch zu Horst, der ultimatives Rollenspiel, gezogen und war morgens irgendwie noch so ein bisschen im Morgentran und gucke nur im Augenwinkel. Ich weiß nicht, wer von euch genau sich die Update-Titel anguckt, wenn er sie bei Steam zieht, und gucke im Augenwinkel hin und denke so, da steht doch dein Name. Leute, diejenigen, die mir auf Instagram folgen, wissen, was jetzt kommt. Allen anderen, ich kriege schon wieder Sprachstörung, wenn ich dran denke, muss ich das jetzt an dieser Stelle einmal zeigen? Es gibt ein Update mit meinem Namen. Wir haben ein eigenes Update kreiert. Wir, Freunde, haben es in ein Spiel geschafft und ich bin richtig happy. Es war tatsächlich wirklich ein Strahlausstoß, den ich natürlich jetzt nicht nochmal replizieren kann, weil schon etwas länger her, das tut mir leid, wir haben ein eigenes Update bekommen. Entschuldigung, wir haben ein eigenes Update bekommen. So, und in diesem Update, und das kommt jetzt noch das Gruselige, veröffentlicht wurde das Ganze am 15. Juni. Beim Tanzen wird bei 28 Dance Moves zusätzlich ein Schnellreisepunkt von der Weltkarte direkt in den Partyraum freigeschaltet. Und ich habe nur diesen einen Satz gelesen, dass auch das, was man hier so in dieser Steam-Übersicht tatsächlich, was man auch gelesen hat. Genau, am 15. Juni, und das wusste zu diesem Zeitpunkt noch gar keiner, bin ich nach Prag auf die Transmission feiern gegangen. Okay, das war in diesem Moment ein bisschen gruselig, aber ich habe mich trotzdem ultimativ gefreut. Vielen lieben Dank. Und da ist mir doch bewusst geworden, okay, es gibt tatsächlich auch gelegentlich mal Entwickler, die meine Spiele gucken. An dieser Stelle einmal ein herzliches Hallo. Hat auch schon ein paar Kommentare unter die letzten Videos gelassen. Vielen Dank dazu und ein paar heiße geheime Tipps gegeben, wie unter anderem, wir müssen unbedingt unsere Windel loswerden. Ich glaube, das ist auch der ultimativste Tipp, den wir tatsächlich auch mal befolgen sollten. So, ich lese es jetzt nicht vor, was dieses DLC, was dieses Update letztendlich beinhaltet. Lest es euch selber durch. Ich will niemanden zu sehr spoilern. Und wir gehen jetzt rein ins Spiel. Das musste ich euch zeigen, weil ich mich so unfassbar freue. Mein eigenes... Ah! Oh mein Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Die Rechtschreibfehler dank Pixeldörte behoben. Sie hat übrigens einen überragenden... Ui! Ich hab's mir noch nicht durchgelesen. Oh, Schande über mein Haupt. Ich hab's mir... Schön. Ui, das ist ja eine richtige Ehrung. Im Übrigen, der Entwickler, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, hat auch einen YouTube-Kanal mit Let's Plays. Also jemand, der so viel Humor in ein Spiel packen kann, der muss einfach gut sein. Ich verlinke euch das Ganze mal. Guckt doch gerne mal vorbei. Schenkt ein bisschen Liebe, schenkt ein Abonnement. Das würde ihn mit Sicherheit freuen. So, lese. Ah, oh, das lese ich jetzt erst. Rechtschreibfehler, dann Pixel. Bitteschön, gerne doch. Fantastisch. Frosch verlernt Verteidigung und nutzt glitschig eklig weniger. Ja, ich habe es mir halt aus dem Grund nicht komplett durchgelesen, weil ich mich nicht zu sehr spoilern lassen wollte. You know, you know, you know. Gut, also ich würde sagen, wir gehen ins Spiel. Und hier genau befinden wir uns jetzt in dem eigentlichen Spiel. Ladies and Gentlemen, wir krabbeln immer noch auf 4 Beinen rum. Unser Ziel ist es, Teenager zu werden. Was für ein Ziel? Ja, ist es, Teenager zu werden. Und wir müssen vor allen Dingen auch die Windeln unbedingt loswerden.
Aber wir haben das letzte Mal uns hier oben nämlich der Alchemistenausbildung zugewandt. Ich kann euch nicht mehr sagen, was wir danach eigentlich vorhatten zu tun, weil ich so unfassbar müde war. Deswegen müssen wir alle erstmal versuchen, ein bisschen reinzukommen. Gebt mir ein paar Sekunden. Aber da hole ich euch gleich mit ab. Praktisch, oder? Also, hallo Ernsthafte, was kann ich für dich tun? Oh, habt ihr Aufgaben? Das ist natürlich auch gut. Ja, aber selbstverständlich, es gibt immer was zu tun in der spannenden Welt der Alchemisten. Frag einfach meine Kollegen hier oder Kollegen, die du auf deinen Reisen triffst. Ihr seid ja auch kaum zu verwechseln oder voneinander zu unterscheiden. Also, okay. Genau, da haben wir nämlich mit der Ausbildung begonnen und haben hier auch so eine Art Skillbaum bekommen. Bei ihm hier nämlich. Beim Kursleiter, natürlich, wie soll es auch anders sein? So ein bisschen wie Volkshochschule für Alchemisten. Hallo, ernsthaft, habt ihr schon die 5 Heilkräuter gesammelt? Nein, noch nicht. Ah, jetzt weiß ich, was wir machen wollten. Heilkräuter sammeln. Hehe. Ich habe immer wieder magischen Stift beiseite, weil ich heute ein bisschen sehr dumm bin. Also, Heilkräuter. Und der Druck tatsächlich auf mir ein bisschen hochlastet, wenn ich weiß, dass Entwickler mir zugucken. Das ist tatsächlich immer so. Egal wie groß oder wie klein, es ist ja der Schöpfer dieses Werkes. Es ist sein Baby. Und ich spiele sein Baby? Das klingt auch ein bisschen verstörend. Ihr wisst, was ich meine. Also, nein, noch nicht. Nö, haben wir doch nicht. Oh, ja, ich glaube, da müssen wir wohl noch ein bisschen was sammeln. Es kann sein, dass wir das versucht haben zu machen. Boah, ich weiß es nicht mehr. Warum habe ich einfach nur so ein Gehirn wie ein Sieb? Das gibt's ja nicht. Haben wir schon in jeden Raum reingeguckt? Entschuldigt, aber der Zugriff auf den Hof ist nur für Alchemisten gestattet, die ihre Aufnahmeprüfung bestanden haben. Aber ich bin doch ein kleines, niedliches, putziges Baby. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir ja jetzt eine kleine Quest und wir wollten, glaube ich, auch ein bisschen aufleveln. Lass uns mal kurz ins Inventar gucken. Und zwar... Babybrei haben wir 9-mal. Was mache ich denn mit dem Eichhörnchenschwanz? Den brauchte ich für irgendwas anderes, oder? Also kann ich nicht auswählen, gut. Oh, wir haben den Kükenschnabel. Warte. Das arme Hasenfleisch. Dazu äußere ich mich ja nicht. Also pass auf, wir können mal gucken, ob wir hier ein bisschen was Besseres... Aber ich glaube nicht. Wobei, es hieß ja, wir sollen versuchen, die Windeln loszuwerden. Der Strampelanzug wäre schon mal ein Upgrade, aber wir müssen auf jeden Fall natürlich zusehen, dass wir da noch mehr aufbessern. Guck mal, hier, pass auf, dann lass uns da die Rassel nehmen und mit einer Rassel verkloppen. Okay, perfekt. So, das passt doch soweit. Dann gucken wir hier mal, hier war Fähigkeit Babyspeck und Franz... Intelligenzabhängig? Die Babylache ist intelligenzabhängig? Darf ich denn das verstehen? Heilt einen Verbündeten. Okay, gut. Also bei mir würde die Babylache heute nicht funktionieren, weil Intelligenz ein bisschen niedriger. Was wird das so zusammen? Genau, und das sind die bisherigen Quests. Ich glaube, wir latschen jetzt einfach erstmal los. Ah, wollten wir nicht mit dem quatschen? Ah ja, der hat uns so ein komisches Rätsel aufgegeben, wo ich keine Ahnung hatte. Was bin ich? Je größer es wird, desto hungriger wird es. Wenn es alles aufgefressen hat, dann stirbt es. Je größer es wird, desto hungriger wird es. Je größer... Ist halt die Frage, ist es ein Wesen oder... Ja, ist es ein Wesen oder ist es kein Wesen? Je größer es wird, desto hungriger wird es. Wenn es alles aufgefressen hat, dann stirbt es. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Je größer... Ich komme auch nicht raus, ne? Warum gibt es hier keinen Exit? Raus. Ich komme nicht anders raus, ne? Ja, ich habe tatsächlich keine Ahnung, was es sein könnte. Der Rätselhersteller. Also, wir gucken mal. Ich habe keine Ahnung, welche Kräuter wir suchen. Gelbe Blume, nichts Besonderes. Können wir mit dem Stein irgendwas machen? Nein, können wir nicht.
Wir können wahrscheinlich auch später komplett Steine beseitigen. Ich weiß echt nicht mehr, wie die Kräuter aussehen, die wir suchen. Hier ist so viel los. Ah, das sind die Heilkräuter. Ah, perfekt. Okay, dann weiß ich jetzt, was wir suchen. So ein Zeug suchen wir und das werden wir jetzt suchen, Ladies and Gentlemen. Und ich wünsche euch im Übrigen viel, viel Spaß bei der heutigen Folge. Später werden wir hier safe. Oh, Stein verschieben! Braucht ernsthaft 85 Stärke. Naja, aber das kriegen wir doch bald hin. Bald wird er kräftig genug sein, um Steine zu verschieben. Will ich jetzt ins Dorf rein? Erstmal noch nicht. Wir suchen jetzt wirklich die Heilkräuter. Hier komme ich nicht lang. Hier komme ich nicht lang. Hier komme ich nicht lang. Weil ihr seht ja schon, hier ist ganz viel verschiedenes Krautzeugs. Was wir vermutlich, je höher wir im Alchemisten-Level voranschreiten. Hier ist auch so ein Minisee. Ein kleiner Tümpel. Boah, aber sehr klein, diese Mini-Pfütze. Je weiter wir dort voranschreiten, desto mehr können wir wahrscheinlich hier auch einsammeln und verwenden. So, hier im Übrigen lebt der Dude, der uns den Tee für Emma zubereitet hat. Der hat auch irgendeine Klamotte, wo ich mir vorstellen könnte. Können wir den Brunnen rein? Nee, ne? Wir können einfach noch nichts. Wir müssen unbedingt erwachsen werden. Wobei ja auch immer noch skurril ist, dass uns keiner aufhält und festhält und sagt, wo ist denn deine Mama? Bist du ganz alleine hier? Und ich glaube, hier kamen wir nicht weiter, weil... Stimmt, hier war, glaube ich, das unsichtbare Labyrinth relativ bald. Und dann irgendwann... Genau, hier haben wir das unsichtbare Labyrinth und relativ bald hatten wir auch irgendwie so ein Schieberätsel, wo ich nicht weiterkam. Aber wir können ja versuchen, noch ein bisschen weiter zu laufen. So weit, wie wir kommen. Wir grasen jetzt alles ab. Da ist doch ein Heilkraut. Perfekt, perfekt, perfekt. Das brauche ich. Beziehungsweise der Heilkrautbusch. Das hat nicht nur ein einzelnes Kraut, das ist gefühlt irgendwie den ganzen Busch, den wir mitnehmen. Also, wie ich das richtig sehe... Ah ja, hier ist er. Kommen wir auch an den Seiten irgendwo weiter? Vielleicht ja später, was aber auch echt fies wäre, wenn man es nicht angezeigt bekommt. Und es ist alleine von der Musik einfach so schön. Der halbe Baum triggert mich. Dass einfach so ein halber abgeschnittener Baum dasteht. Ich möchte an diesem Baum vorbei. So, das war diese Seite und ich glaube, hier hatten wir irgendwo so ein ganz... Ja, stimmt, bei ihm waren wir auch. Ah, der Frosch, ne? Ah, ja, stimmt, stimmt, stimmt. An der Stelle hingen wir und kamen nicht weiter. Mir war so. Platin-Gegner an und betäubt ihn, das finde ich gut. Pass auf, wir schreien den Gegner erstmal an. Und dann attackieren wir das Eichhörnchen. Immer gut, erstmal anschreien und... So ein Frauenmove. Habe nichts gesagt. Jetzt werfen wir unseren Schnuller. Oh, wie fies. Aber ich glaube, der Frosch war halt noch schwieriger, soweit ich im Kopf hatte. Okay, pass auf. Wir legen noch ein bisschen Babyspeck zu. Voll gut. Voll schlecht. Naja, wobei es geht. Pass auf, wir greifen nochmal an. Da haben wir die Eichhörnchen zumindest schon mal erledigt. Stimmt, ich habe gesagt, hier können wir trainieren, ne? Ich habe gesagt, hier können wir trainieren. Aber brauchen wir eigentlich noch nicht. Pass auf. Hey, guck mal, was das Schnuller werfen. Einfach auch schon, wenn wir Attack nicht verfehlen. Aber was letztendlich, ne? Kratz mich doch nicht! So, wir konzentrieren uns auf einen. Theoretisch können wir es auch mit... Ich wollte gerade sagen, mit normalen Attacken, aber... Doch! Funktioniert 1A! Funktioniert 1A, da müssen wir die AP nicht verbrauchen. So, heißt übersetzt, wir kommen jedes Mal an diese Eichhörnchen wieder vorbei. Aber es gibt EP. So, hier haben wir den Frosch. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen, weil ihr seht ja, was da Phase ist, ne? Aber wenn wir sterben, ist, glaube ich, das Heilkraut weg, ne? Pass auf, ich probiere es mal. Also, wir müssen unbedingt auf die Ratte, glaube ich, zuerst gehen. Ernsthaft, das ist gleich tot, ne? Pass auf, wir brauchen Babybrei.
Stimmt, ich bin das letzte Mal, bin ich hier, glaube ich, geflüchtet. Oder? Ich weiß es nicht mehr, weil die, glaube ich, gar nicht ohne waren. Ich probier mal. Aber Franz ist gleich weg. Wir müssen gucken, dass es Franz besser geht. Pass auf, warte mal. Ich meine mich jetzt dunkel zu erinnern, als ich den Frosch jetzt wieder gesehen habe. So, pass auf. Haben wir nicht noch was irgendwie Cooles, anderes? Dinge anzünden. Wir zünden die Ratte einfach an. So. Schell, wer Böses denkt. Wir haben die Ratte angezündet. Ups. So, dann wäre der Frosch weg und dann hätten wir jetzt nur noch das Eichhörnchen. Aber vielleicht passiert dann ja was, wenn wir das Eichhörnchen besiegt haben, was theoretisch gleich passieren müsste. Ich habe die Ratte angezündet. Ich habe einfach die Ratte angezündet. Aber ist das so eine Trainingsecke? Ist das wirklich so eine Trainingsecke? Boah, gefühlt. Wäre halt jetzt geil, wenn wir hier rauskämen. Ich probiere jetzt mal dran vorbeizukommen. Ja, ja, ja. Immer schön rauf da. Meine Fresse. Ja, der Frosch kann safe auch irgendwie vergiften, denke ich. So, jetzt müssen wir gucken. Pass auf, ich gehe mal nochmal ins Inventar. Wir müssen auf jeden Fall Babybrei kaufen. Ach, so ein Dreck. Lülülülülü. Ich weiß halt nicht, wer mehr Schaden macht, aber wir sollten uns auf einen konzentrieren. Ja, oder auch nicht. Okay, pass auf. Schnell weg mit dem Teil. Perfekt. So, und dann nichts wie raus, ehe uns noch mehr Schaden hier passiert. Froschauge, Eichhörnchen, Schwanz, 16 EP und 12 Münzen. Nein! Habe ich nicht gesagt, schnell raus. Also in der nächsten Situation müssen wir möglichst nach rechts irgendwie düsen. Und dann eine Runde schlafen gehen. Irgendwo konnte man noch schlafen. Wie findet man am besten dein Spiel zurück? Also sieht für mich jetzt formal erstmal nach einem Levelpunkt aus, was ja an und für sich eigentlich ganz cool ist. Wenn wir hier so einen Point haben, wo wir leveln können. Lass uns doch mal mit ihm reden hier. Bitte befreien Sie den Prinz Sun von seinem Fluch. Sprechen Sie mit Queen Mary, sie kann ihn brechen. Errungenschaft Insektenschreck. Ah, gewinne 25 Kämpfe. Okay. Aber Ein Eichhörnchen ist kein Insekt. Und nur, weil wir die Ratte angezündet haben, ja. Das darfst du auch keinem erzählen. Sie zündet Ratten an. Oh, hier war ich aber noch nicht. Hier war ich noch nicht. Pass auf, dann speichern wir mal. Ah, Ahokbrett. Uraltes Kleidungswaschgerät. Oder auch Ahokbrett. Da würde sich das Baby aus dem anderen Ort freuen. Ein tiefer Brunnen. Na, dann fall lieber nicht rein. Oh, ist das ein Klamottenladen? Was ist das? Oh nee, der sieht heilig aus. Wobei, er hat eine Bibel hier am Start. Hallo. Hallo. Jack. I do. Mein Name ist Jack. Holzfäller Jack. Ich bin's schon seit einigen... Oh, alle sind hier krank, ey. Wir sind ins Corona-Dorf eingezogen, oder was? Die Seuche, ne? Gut, aber es ist mittelalterlich, ne? Da waren ja auch viele sehr krank. Ich könnte den gleichen Tee, den ich Emma aufgebrüht habe, dir anbieten. Wenn das hilft, funktioniert. Ich bin aber kein Arzt, ne? Ich bin auch kein... Ich bin noch nicht mal in der Alchemistenausbildung angekommen. Das sage ich jetzt auch gleich noch dazu, ne? Ich bin schon seit einigen Tagen krank und deshalb haben sich Unkraut und Hasen auf meinem Feld breit gemacht. Das klingt nach einer Aufgabe für Heldenbabys wie euch. Befreit mein Feld. Dankeschön. Ich selbst bin leider zu krank dafür. Schön. Schon wieder jemand krank? Was ist los mit Hylia? Genau mein Reden, Franz. Genau mein Reden. Level 3 Fellarbeit. Statt Feldarbeit, Fellarbeit. Ja. Sehr gut.
Aber der hat so viel Klamotten hier am Start. Vielleicht gibt er uns Kleidung, wenn wir größer sind vielleicht. Aber so einen richtigen Kleiderschrank kann er sich auch mal zimmern. Oh, das ist Kissen. Und ich habe ihn beklaut. Wie asslich ich bin, ich weiß, er liegt krank im Bett. Er kann sich nicht bewegen. Und ich gehe rein und klaue ihm sein Gold. Aber er ist halt auch selber schuld, wenn er erstens seine Haustür komplett offen lässt, dass jeder Dude rein kann. Und zweitens seine Kiste nicht anders versteckt. Schrank bauen. So, wir werden jetzt erstmal nach Höhe zurückgehen und uns ein bisschen auffrischen, ein paar Sachen kaufen. Weil, wenn wir jetzt weitere Kämpfe haben, den schafft man nicht. Und ich guck mal kurz ins Inventar rein. Wie viele Heilkräuter? Wir haben 4. Eins fehlt noch. Ein Heilkraut, Mann. Das muss doch irgendwo zu finden sein. Die sucht, soweit ich weiß, glaube ich, ihre Kette. Irgendwas sucht sie. Ein Schmuckstück. Irgendwas in der Richtung. Da! Unser 5. Heilkraut! Geil. Perfekt. Mega. Dann würde ich nämlich vorschlagen, lass uns erstmal da bei den Alchemisten nochmal vorbeischauen. Und... ja, wir müssen halt auf jeden Fall Babybrei und so einen Schlunz erstmal kaufen. So, ich habe, was du brauchst. Hallo, ernsthaft. Was kann ich für dich tun? Ja, aber selbstverständlich. Ja, ich hab doch hier. Ach so, ich muss zu dem oben. Ja, alles klar, ich hab den Falschen gefragt. Entschuldigung. Mann, sag doch, dass du die Empfangsdame bist, Alter. Meine Fresse. Wir haben 5. Also, Entschuldigung, ich bin heute nicht so ganz kopftechnisch da. Wir haben 5 Heilkräuter gesammelt. Sehr gute Arbeit. Ich gratuliere. Sie können sich nun Lehrling der Alchemie nennen. Weil ich 5 Kräuter geschafft habe zu sammeln? Okay, wow. Also wenn das jemals so leicht sein sollte, eine Ausbildung reinzurutschen, ne? Wenn ich überlege, was ich damals für meine Ausbildung alles machen musste, um reinzukommen. Puh, 5 Kräuter sammeln. Ihr habt nun Zugriff auf alle Bereiche hier im Hof. Erfolgreiches Alchemieren. Yay! Eine Aufgabe für Vogel fehlt uns noch. Dann haben wir nämlich einen Kampfvogel. Und wir können jetzt in den Hof. Da will ich mal gucken. Ui! Ah, und vor Schreck rennt sie gleich wieder raus. Natürlich, man kennt Panik. Einfach Panik. Ne, möchte ich nicht. Sehe so nicht. Oh, das sieht aus wie ein Händler. Einen schönen guten Tag. Hier sehen Sie einige Exemplare der wichtigsten Pflanzen dieses Kontinents. Schauen Sie sich ruhig an und merken Sie sich Kräuter und Pilze gut. Ein wahrer Alchemist verpasst kein einziges nutzvolles Kraut. Es gibt auch noch weitere sehr seltene Pflanzen. Haltet die Augen offen. Wäre auch grob fahrlässig und naiv, wenn man mit geschlossenen Augen durch die Welt laufen würde. Komisches Sprichwort. Wenn ihr einmal ein fortgeschrittener Alchemist seid, kann ich euch helfen, einzigartige Pflanzen zu finden. Ja, das ist Heilkraut, das wissen wir, was das ist. Das ist Bärenklau, daraus wird Gift hergestellt. Es ist nicht allzu selten. Das ist Purpursonnenhut, es stärkt Immunsystem und schützt vor Angriffen. Aber ist Sonnenhut nicht giftig eigentlich? Das ist Pilz. Das ist Pilz. Ein einfacher Pilz, das hört man am Namen, aber trotzdem ist er sehr gesund. Das ist Brennnessel. Das ist eine Brennnessel. Mensch, verdammte Angst. Triggert mich ein bisschen das Spiel. Seine Wirkung ist wohl bekannt. Es hilft bei allen möglichen Krankheiten. Das im Übrigen auch. Wer von euch kennt Brennnessel-Tee? Boah, hier ist ja alles bunt. Ist ja toll. Das ist Baldrian. Seine einschläfernde Wirkung wird bei der Jagd benutzt. Das ist blauender Kahlkopf. Kommt sein Gift in den Kreislauf, führt das zu Halluzinationen und Schwindelgang. Und so betäubten sich die Babys. Das ist spitzkegeliger Kahlkopf. Dieser seltene Pilz führt zu Verwirrung und Abhängigkeit. Wow, okay, gut zu wissen. Die haben alle Quests und hier haben wir ganz viele Pflanzen. Interessantes Exemplar. Sag das jetzt bei allen. Ich bin natürlich auch so blöd, dass ich wirklich jede Pflanze einmal anspreche. Ihr wisst, was ich meine. Interagiere. Aber vielleicht macht er bei irgendwas ja was anderes. Oder reißt es raus. Aber ich lieb's total, dass die ja auch einfach so regenbogenmäßig angeordnet sind. Na, und ihr steht euch bei dem Weg? Hallo. Hallo, Kollege! Ich arbeite an einer neuen, vielversprechenden Medizin. Und da ihr ja alle krank sind... Ach, ich verstehe. Aber ihr seht nicht so aus, als ob ihr mir helfen könntet. Hallo, ich bin noch ein Baby. Mobb mich mal nicht so. Ihr seid noch viel zu klein. Also, da brauchen Papa Pilzsporen. Level 14. Ja, gut, wir sind noch zu klein. Und du? Wirklich sehr interessante Exemplare. Sehr interessant. Durchaus. Ja, interessant.
Vor allem dieses eine Exemplar. Wirklich interessant. Jetzt ist aber gut, das sind Pflanzen in verschiedenen Farben, meine Güte. Okay. Okay. Beste Konversation der Welt. Weil hier alles so unfassbar interessant ist. Mein Let's Play ist auch unfassbar interessant. Ich bin auch wirklich so blöd und mach das einfach an jeder Stelle. Das gibt's doch nicht am Arsch. Oh, das sieht aus nach einem Gewächshaus. Ich habe Geld gefunden. Lülülülü. Finde ich ja gut. Aber hier erscheint nichts, ne? So Fahrstuhlmusik, so entspannte Fahrstuhlmusik. Ein Brunnen, der mir den Weg versperrt. Naja, wird wohl nichts Interessantes dahinter sein. Wenn das Spiel genauso betont, dann wird dahinter etwas ganz Fantastisches sein. Wir haben mit dem Hofschmied geredet und er erzählte uns von den Legenden einer Rüstung. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Du hast mit dem Hofschmied geredet und bist an dem Siegel der Luft interessiert, das wir entdeckt haben. Siegel der Luft? Was? Wir haben alle Untersuchungen damit abgeschlossen und ohne die anderen Siegel hat es nicht viel Wert für uns. Ich denke, ich kann es dir für eine kleine Gegenleistung überreichen. Weißt du, in der Zwischenzeit habe ich doch eine Aufgabe gefunden, bei der du mir vielleicht behilflich sein kannst. Beim Lesen von alten, selbstverständlich äußerst mysteriösen Schriften der Hochelfen bin ich auf ein Kraut gestoßen, das besondere Wirkung zeigen kann. Wir haben herausgefunden, um welches Kraut oder besser gesagt Blüte es sich handelt. Sie wurde Aphrodutotu... Bauen wir einen Zungenbrecher ein. Vielen Dank dafür. Sie wurde Aphrodutolulus genannt. In der Sprache der Hofelfen heißt das Hubers Pflanze. Ja, nee, ist klar, okay. Tja, pragmatisch waren die Hofelfen wohl. Ja, und jetzt die Mission? Bring mir die Blüte einer Aphrodutolulus. Diese seltene Pflanze wächst in der Höhle Murta im Osten, in der Nähe der Brücke zu Rylia. Und nein, an Hylia knüpft sich Rylia. Fühle ich ja. Mein Gott. Ich werde dir als Gegenleistung das Luftsiegel überreichen. Das hört sich auch nach einer Mission an, die wir ganz easy nicht lösen können. Um die Höhle zu erreichen, brauchst du zunächst die überall Transportrechte von King Jerry. Ja, also es hört sich nach einer Quest viel später an. Außerdem ist der Auftrag für Level 26 oder höher gedacht. So steht's im Aufgabenmenü. Oh, danke für den Hinweis. Na egal, ich raub euch einfach erst noch ein bisschen aus. Da ist auch zu. Alles zu hier. Und mit dem kommen wir bestimmt über andere Sachen drüber. Ein Brunnen, der mir den Weg versperrt. Naja, wird wohl nichts Interessantes dahinter sein. Blinzel, blinzel. Aber hier ist auch nichts. Nö. Aber hier ist noch was. Verschlossen. Da ist etwas beim Fass. Medizin, das ist richtig gut. Und zwei einfache Flaschen. Auch gut, weil mit denen können wir dann rumalchemieren. Hängt dieses Baby jetzt am Busch fest? Ernsthaft? Ernsthaft hängt am Busch fest. Aber das sieht aus wie eine Ecke, wo ich rein kann. Aber ich kann nicht rein. Okay, cool. Jetzt wissen wir, was im Hof geht. Jetzt ist die Frage... Stimmt, wir wollten zurück. Wir wollten zurück nach Hylia gehen und uns einmal ein bisschen aufrüsten. Ich guck mal kurz... Ja, wir sollten ein paar Sachen kaufen. Okay, pass auf. Lass uns ein bisschen shoppen gehen. Und wir müssen doch irgendeine Quest... Ich habe keine Ahnung, was für eine, aber irgendeine Quest müssen wir versuchen noch zu lösen. Damit wir die Vogel bekommen. Also, wo konnten wir jetzt erstmal shoppen gehen, war die Frage. Was sagen mir die ganzen Symbole? Ich habe keine Ahnung, habe ich mit dir schon geredet? Wie viel Geld habe ich denn? 80. Ja, pass auf, aber Babybrei ist wichtig. Babybrei ist richtig wichtig. Dann nehme ich 6-mal Babybrei. Die Zünderbüchse fand ich ja ultimativ gut. Pass auf, die nehme ich noch 2-mal mit. Was denn? Aktivfell. Physische Verteidigung. Und das ist leeres. 40 Ausdauer wieder auf. So,
So, jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen was aufgefüllt. Ich würde jetzt erst einmal eine Runde speichern, glaube ich. Da müssen wir irgendeine Quest suchen, Freunde. Habe ich jetzt gespeichert? Nö, natürlich nicht. Habe ich? Wie oft willst du es ausprobieren? Ja. Also, wir müssen irgendwie noch eine Quest erledigen. Das ist der Füllcharakter. Kann man dem irgendwas schenken? Safe ist das nicht nur ein Füllcharakter. Irgendwas ist bei dem auf jeden Fall noch am Start. Aber hier unten hatten wir doch alles soweit eigentlich fertig, oder? Boah, wir müssen nochmal in die Quest gehen. Vielleicht sehe ich da, was wir wie tun können. Also, wir sind Level 6. Ah, nee! Ah, ich bin dumm. Wir wollten doch zurück zu dem Dude, den wir gerade kennengelernt haben. Frau ist schon wieder überfordert mit allem. Aber wo war der? Boah, ich habe heute, weißt du, wie so ein Hund. Wie so ein Hund, was sich einfach 3 Sekunden lang an irgendwas erinnern kann und danach ist es aus dem Gedächtnis einfach wie rausgelöscht. Sprechen wir da bitte nicht mehr drüber. Lauf doch rein! War jetzt hier eine Seite. Warte mal, wir lesen mal das Schild. Osten Holzfäller Jack. Genau, Holzfäller. Rote Kröte. Warte mal. Norden Hylia, Osten Holzfäller Jack. Süden Raus Labyrinth. Westen Rote Kröte. Genau, bei dem Holzfäller waren wir. Der ja krank ist und ein Problem hat. Also schauen wir uns erstmal an, wie wir ihm da jetzt helfen können. Oh, sind die putzig! Und hier ist ein altes Amulett. Ist das nicht das Amulett? Wait, ich wollte gerade sagen, das ist Quest-Amulett. Moment. Wer war denn das? Ach, pass auf, wir laufen erstmal zurück zu ihr. Weil vielleicht können wir dann mit dem Vogel zusammen gegen die Kaninchen angehen. Weil das ist die letzte Quest, die uns fehlt. Hahaha. Ich spiele wahrscheinlich total chaotisch. Hier, ich glaube, ich habe gefunden, was du hier verloren hast. Du hast das Amulett? Bitte gib es mir. Danke, dafür kriegst du ein Küsschen auf die Backe. Auf die Wange bitte. Auf meinen Arsch möchte ich eher weniger geküsst werden, aber ist okay. Kuss auf die Backe erhalten. Das hat sogar Geld. Wow. Ernsthaft hat Level 7 erreicht. Was sehen wir denn? Wir brauchen eigentlich entweder 2 Skillpunkte oder Mut. Ich glaube, ich nehme mal Mut. So, pass auf. Dann kriegen wir nämlich die Vogel. Perfekt. Bist du jetzt glücklich? Danke für mein altes Amulett. Bitteschön. Gern geschehen. Ich kann auf dem Baumstamm laufen. Ach, wie gut. Gut zu wissen. Okay, pass auf. Das heißt, ich hänge jetzt wieder im Kraut fest. Wir holen uns die Vogel. Die Vogel. Wo gab es denn die Vogel? Wo war denn Professor Leich? Hier oben, glaube ich, oder? Nee. Entschuldigung, hab mich verlaufen. Boah, ich habe keine Ahnung, wo der Dude war. Hier müsste Emma sein, ne? Wir können auch bei der Mann auch mal einen Krankenbesuch machen, wie es ihr geht. Der Tee scheint fertig zu sein. Schöpfe ihn mit einer Tasse und gib ihn mir dann bitte. Habe ich eine Tasse? Mit einer Tasse? Was für eine Tasse? Ah, du nimmst eine Tasse. Ja, logischerweise. Wo findet man Tassen im Schrank? Natürlich. Dieses Baby ist so selbstständig, wie ich noch nie ein Baby gesehen habe, ne? Du schöpfst Tee mit der Tasse. Der Herd ist an. Vielleicht sollten wir den Herd ausstellen. Na egal, wir geben ihr erstmal den Tee. Bitteschön. Danke. Bist ein Kätzchen. Schön, aber angehustet von Obi. Fantastisch. Okay, ja, bei der Viech, wenn es so weitergeht, läuft. Weil sie hat nämlich gesagt, kommt irgendwann später wieder. Wann dieses später ist, keine Ahnung. Ich hätte gedacht, wir kriegen irgendwie ein Erkennungszeichen. Aber es ist doch cool, wenn man an manchen Quests einfach nochmal vorbeiläuft. Willst du noch das Feuer hier drin anmachen? Bitte? Hol bitte nochmal Feuerholz von draußen und bring es rein. Du wirst ein wenig mehr Holz brauchen als für den Herd. Entzünd das Feuer bitte. Wow, Folgequests lieben wir. Aber kriege ich doch jetzt Feuer her? Holzscheit genommen. Aber reicht einer? Ich weiß nicht, ich bringe einfach erstmal einen da rein. Ah, 1 von 3. Also, es ist eine Laufquest. Aber es gibt nichts Besseres, als Omis zu helfen. Und wir sind ja auch nur in der Babyform. Dank der etwas unterschätzten Zeitreise. So. Weil das können wir ja gleich erledigen. Wir dürfen Omi ja jetzt auch nicht frieren lassen, wenn die krank ist, weißt du? So, zack. Zündbüchse
Deswegen habe ich 2 gekauft. Ich habe das schon geahnt. Kann ich den Herd ausmachen? Der Herd ist an. Naja, der Herd bleibt auch offensichtlich an. So. Sehr schön, das Feuer brennt. Dankeschön. Hier, nimm das. Damit kannst du Fleisch über Feuer braten. Was habe ich bekommen? Mit dem Swagpunkt. Pfanne. Ich habe eine Pfanne bekommen. Kann ich mit der Pfanne nicht Leute schlagen? Bin ich jetzt nicht so wie das Baby von den Dinos, was immer nicht die Mama ruft und seinen Vater mit der Pfanne verkloppt? Ich denke, du hast genug für mich getan und auch ausreichend Erfahrungspunkte dafür. Du hast genug gelernt, geh jetzt mit raus! Jetzt wird es wohl Zeit, dass ich etwas für dich tue. Strickst du mir bitte einen Pulli? Oder einen Kuchen. Also was Omas richtig geil können, no hate, kein Schubladendenken, ist einfach stricken, kochen, backen, Geschichten erzählen und einfach lieb sein und Kekse backen. Alles irgendwie mit Essen zu tun, oder? Mein Name ist nicht Tante Emma, so nennen mich die Leute hier nur. Es ist ein Deckname. Was auch, in Wahrheit ist sie eigentlich so Special Agent und die wurde in irgendeiner Geheimmission vergiftet. Special Agent Emma. Es ist ein Deckname, außerdem bin ich Einzelkind. Ich arbeite für Was? Okay. Ich arbeite für den Bund neugieriger Damen oder kurz BND. Und alte Frauen wissen ja bekanntlich alles. Oh mein Gott, ich habe letztens bei mir, wow, das war gestern, glaube ich, haben sich wirklich 2 von 2 verschiedenen Häusern über dem Balkon schreiend unterhalten in der Hauptstadt, in der Großstadt. Und ich dachte so, what the fuck, sei doch ruhig, was soll das? Mein Name ist Sigrid. Okay, hallo Sigrid. Darf ich dich Sigrid nennen? Das heißt, wir werden jetzt sehr persönlich. Sie hat mir ihren eigentlichen Namen verraten. Okay? Top! Sag doch die Special Agent Sigrid! Und ich könnte genau jemand wie euch gebrauchen. Man verdächtigt euch Babys nicht. Alte Damen allerdings... Oder... Das ist so die übelste Mafia-Omi. Weißt du, du denkst, du hilfst einer hilflosen, armen, alten Frau und dann kommt sowas. Ich habe Hinweise darauf, dass der Ausrüstungsladen in Hylia Halterware schmuggelt. Halterware? Strumpfhalter oder... Halterware? Du meinst Hehlerware. Nein, Halterware. Das sind... Wo bin ich jetzt schon wieder abgedriftet? Das sind... Und ich stelle mir gerade, oh Gott, das darf ich gar nicht erzählen, bitte hatet mich nicht dafür, aber ich habe gerade beim Kopfkino wirklich so Oberbrüste in der Büstenhalter vor Augen. Warum? Warum? Das, ich krieg's schon wieder nicht aus meinem Kopf raus. Das sind besonders bequeme Büstenhalter. Meine Organisation möchte diese Ware. Halterware. Meine Informantin meinte, dass der Schlüssel für den Hintereingang in Hylia versteckt liegt. So kann der Schmuggler ihn erreichen. Finde den Schlüssel und bring mir den Büstenhalter. Was? Wo bin ich hier abgedriftet? Warum? Finde den Büstenhalter von Top Sigrid? Level 2 Top Sigrids Büstenhalter. Ja, Ladies and Gentlemen, ob wir den BH jetzt rausstehlen? Warum der Waffenladen? Das ist jetzt die nächste Frage, die mir kommt. Warum hat der Waffenladen Oberbüstenhalter im Angebot? Man sagt ja, die Waffen der Frau und so. Ladies and Gentlemen, meine Waffe ist hoffentlich das Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich werde jetzt einen Cut setzen, damit ihr... erregt und, das ist auch die falsche Formulierung, damit ihr hoffentlich das nächste Mal wieder einschaltet, weil ihr sehen wollt, ob die kleinen Babys jetzt den Büstenhalter für Top Agent Omi klauen wollen. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei. Und klaut nicht irgendwelche BHs.